Hallo zusammen, willkommen zurück zu unserer SCSS-Tutorial-Reihe. Heute nochmal Einführungsvideo und zwar geht es heute um die IDE, die wir benutzen werden. Und zwar, wir werden im Folgenden hier PHPStorm verwenden. Ich kann verstehen, wenn viele von euch sagen, verdammt, das will ich nicht, das kostet mir zu viel, denn es kostet was. Man hat eine kostenlose 30-Tage-Versuchsversion, aber danach muss man ganz schön viel dafür bezahlen. Und ja, es hat halt enorm viele geile Features, die wir wahrscheinlich auch nicht alle benutzen. Aber ich bin an diese Entwicklungsumgebung gewöhnt, ich benutze sie eigentlich immer, also privat und in der Berufswelt, überall eigentlich für die Videos, für alles. Ich benutze eigentlich PHPStorm immer für Webentwicklung, weil es halt einfach sehr, sehr bequem ist. Es gibt auch noch andere Alternativen, die ich euch trotzdem ganz kurz vorstellen möchte. Eins davon wäre Atom. Atom kostet rein gar nichts und kann so ziemlich alles, was ich vor allem ein geiles Feature finde. Also es kann so ziemlich alles, was PHPStorm auch kann. Allerdings müsst ihr euch per Plugin das Ganze selber zusammenstellen. Also beide Editoren sind für alle Plattformen verfügbar, Linux, macOS und Windows. Aber das Ding ist natürlich, dass ich jetzt hier mir alles zusammenstellen muss. Das heißt, ich muss mir schauen, welche Plugins brauche ich jetzt für Atom. Atom ist eigentlich nur ein ganz normaler Texteditor, wird erst durch die Plugins wirklich zu einer richtigen Entwicklungsumgebung. Es kann ein bisschen komplexer sein, das Ganze einzurichten. Das werde ich jetzt hier natürlich nicht alles machen. Ich meine, wir sind schon beim dritten Einführungsvideo. Aber was ich vor allem geil finde, ist Teletype. Das wollte ich nur ganz kurz erwähnen, weil es ein sehr, sehr neues Feature eigentlich ist. Und zwar mit Teletype könnt ihr quasi gleichzeitig an einer Datei arbeiten. Falls ihr schon mal Google Docs verwendet habt, genau so ist das. Das heißt, jemand anders kann gleichzeitig in derselben Datei arbeiten, wie ihr das macht. Und das ist natürlich vor allem für Anfänger super gut, wenn man da in einem Team an einer Datei arbeitet, kann man sich perfekt gegenseitig ergänzen, kann vielleicht gegenseitig Sachen googeln, einer kann coden, einer liest mit. Also es ist perfekt für Pair-Programming, auch wenn man weit entfernt ist voneinander. Egal, ob ihr jetzt in New York sitzt und der andere sitzt in, keine Ahnung, hier in Deutschland irgendwo. Aber ja, das ist natürlich super spannend, das Ganze. Wollte ich nur kurz erwähnt haben. Und ihr könnt natürlich hier auch wirklich eine IDE draus machen. Ich finde diese Farbfilter sehr, sehr anstrengend. Also ihr könnt hier sehr viel reinmachen, zum Beispiel eben auch Compiler oder sowas. Und ihr habt eine GitHub-Integration, hat natürlich PHPStorm auch. Aber ja, also für die Leute, die lieber Atom verwenden, kann ich absolut nachvollziehen. Ist allerdings natürlich nicht ganz so einfach einzurichten. So. Und jetzt noch ein ganz spezielles Beispiel für Leute, die es sehr, sehr einfach haben wollen. Und zwar Notepad++. Notepad++ ist super gut, was das angeht. Und zwar ist es einfach ein ganz normaler Texteditor mit Syntax-Highlighting. Ihr braucht da nicht noch irgendwas zusätzlich, aber ihr habt eben alles direkt vor der Schnauze sozusagen. Das heißt, ihr habt einfach, ja, das ist jetzt C-Code oder C++-Code hier. Das würde ich jetzt nicht unbedingt als Beispiel nehmen. Aber ihr habt im Endeffekt einen ganz normalen Texteditor, keinen Schnickschnack, kein irgendwas anderes, sondern könnt hier einfach sagen, okay, ich mache das weiterhin aus der Kommandozeile, diese Dateien, also diese SCSS-Dateien zu kompilieren. Und ja, dann nehmt ihr einfach Notepad++, super gut, alles kein Problem. So, jetzt ganz kurz, warum benutze ich PHPStorm? Das ist ein Grund dafür, also ein paar Gründe habe ich schon genannt. Ein weiterer Grund ist, ich habe unser Projekt hier mal aufgemacht, ganz kurz. Ihr seht, das ist eigentlich sehr, sehr angenehm. Hier hat man direkt die Farbe, die man hier verwendet. Ich kann hier auch einfach eine andere Farbe picken. Also ich kann hier einfach sagen, ich hätte gerne, was hätte ich denn gerne? Sowas hier vielleicht noch ein bisschen heller. Ups, hier heller. Dann machen wir das hier so. Das ist schon ganz geil. Und dann wird mir das automatisch angepasst. Und der erkennt es auch, dass das SCSS ist und packt es hier rein. Ein weiterer Grund ist das natürlich für alles, was Webentwicklung angeht, sehr, sehr praktisch. Ein weiterer Grund ist aber hier dieser File Watcher. Der ist super gut. Den könnt ihr auch in der Kommandozeile übrigens machen, indem ihr, ich gehe nochmal ganz kurz hier in den Ordner rein, im Terminal öffnen. Und jetzt könnte ich hier sagen, sass-watch. Ups, watch. Und dann eben style.scss und output ist style.css. Und was das macht ist, das Ding bleibt für immer einfach an. Das läuft die ganze Zeit im Hintergrund weiter. Und wenn ich jetzt hier dran was verändere, also ich mache mal kurz ein Beispiel. Ich speichere das jetzt. Ich speichere. Und jetzt wird das hier einfach nochmal verändert, also nochmal überschrieben sozusagen. Das muss ich jetzt allerdings, wenn ich PHPStorm nutze, nicht in der Command Line machen, sondern ich kann hier einfach Ja drücken. Und dann kann ich das hier einfach so alles eingeben, wie ich das gerne hätte.
Jetzt muss ich natürlich hier ein kleines bisschen was konfigurieren. Das muss ich aber bei dem anderen auch machen. Deswegen ist es mir hier schon ein bisschen lieber. SCSS muss ich natürlich hier auswählen. Das ist korrekt, offensichtlich. Und jetzt kann ich das hier eben beschränken, auf welche Dateien alle SCSS-Dateien in diesem Projekt, das ist das, was ich haben möchte, oder Produktionsfiles, Testfiles, Scratches und Konsolen, offene Dateien, also alle, die hier eben offen sind, und so weiter und so fort, oder nur die aktuelle Datei. Ich möchte das auf alle Projektdateien machen, das heißt, alle Projektdateien werden direkt umgewandelt in CSS, wenn ich irgendwas dran ändere, und die speichere alles vollautomatisch, ich muss gar nichts machen. So, jetzt muss ich hier natürlich das Programm noch setzen. Ich habe das jetzt einfach mal hier so eingegeben. Wenn ihr es installiert habt, dann ist das hier User bin SSS. Aber ansonsten könnt ihr auch einfach die Datei auswählen, die ihr heruntergeladen habt und dann direkt entpackt habt. Also die von GitHub könnt ihr hier einfach einfügen. Super spaßig eigentlich und sehr praktisch. So, und jetzt müssen wir hier ganz kurz noch festlegen, was für Argumente wir hier eigentlich reinpacken. Das heißt, wir haben hier, das hier braucht uns eigentlich nicht interessieren, wir haben den Dateinamen, das heißt, logischerweise wird style.scss verändert. Und jetzt haben wir hier $filename_without_extension.css. Das bedeutet, die Datei style.scss wird umgewandelt in style.css. Das ist genau das, was wir haben wollen, also brauchen wir hier nichts dran ändern. Hier ist natürlich jetzt eigentlich auch nur diese Map-Datei, also eigentlich brauchen wir sonst überhaupt nichts hier dran machen und können jetzt hier einfach auf OK klicken und jetzt ist dieses Ding an. So, ich mache jetzt mal ganz kurz hier ein Beispiel. Ich nehme jetzt hier, genau, die Primary Color ist jetzt grün, das heißt, ich schaue mir das mal ganz kurz an. Ich aktualisiere jetzt mal, das ist grün, wunderbar. Und jetzt gehe ich hier wieder rein und ändere meine Farbe auf, sagen wir mal, rot. Choose. Und jetzt speichere ich das. Dann wird es, wie wir hier sehen können, ist es abgeschmiert. Okay, da muss man an den Optionen doch was verändern. Tut mir leid, das dachte ich, dass es immer noch funktioniert. Eigentlich ging das letzte Mal noch. Gut, dann gehen wir hier auf Settings. Und ja, dann, wenn ihr das nicht offen habt, hier unter Tools File Watchers, wir haben den SCSS File Watcher. Ja, No Cache wird es nicht geben. Das Update kann man eigentlich auch rausschmeißen. Wir machen das jetzt einfach so. Schauen wir mal, was er hier noch reingetan hat. Hier passt eigentlich. Was hat er hier noch? File Directory. Das sollte eigentlich funktionieren. Okay. Gut, dann probieren wir das nochmal. So, und jetzt achtet darauf, dass hier vorne auch wirklich der Haken drin ist. Also am besten macht ihr den einmal kurz raus, drückt auf Apply und wieder rein und drückt auch auf OK oder Apply. So, und jetzt machen wir irgendwas dran. Verändern hier mal ganz kurz das zu, keine Ahnung, F oder sowas. Dann haben wir ein schönes, sattes Rot. Speichern das Ganze. Jetzt ploppt hier unten auch die Command-Line nicht mehr auf. Das heißt, es sollte jetzt aktualisiert sein. Ich aktualisiere hier mal ganz kurz und wir sehen, es ist rot. Also das heißt, die Schrift ist rot. Das heißt, es wurde automatisch umgewandelt und wir haben auch automatisch unsere Datei gespeichert. Das heißt, wir müssen uns überhaupt nicht mehr darum kümmern, ob hier irgendwas ist. Klar, geht alles aus der Command-Line auch. Alles kein Problem, aber es ist irgendwie sehr, sehr angenehm, wenn man ein Command-Line-Fenster weniger haben muss. Das heißt, ich kann jetzt hier auch hergehen und kann zum Beispiel hier Roboto oder sowas als Standard nehmen, was ich jetzt, glaube ich, nicht drin habe. Und dann sehen wir hier, okay, Schriftart wird auch direkt angepasst. Also ich muss mich hier um nichts mehr kümmern, ich muss nur noch speichern und dann wird es automatisch auch gemacht. Wenn wir hier vorne übrigens aufklappen, sehen wir hier style.css und style.css.map, was hier übrigens eine JSON-Datei ist, für die, die ein bisschen tiefer rein wollen, deswegen hier auch vorne dran die Logos. Also wir sehen auch, in was die immer so umgewandelt werden, wenn wir das möchten, aber ansonsten können wir hier auch einfach die style.scss aufmachen. Gut, das jetzt als letztes Einführungsvideo. Ich verspreche euch, nächstes Mal geht es auch wirklich los mit dem SCSS-Programmieren und ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wir hören uns dann. Bis dann. Ciao.